In der ersten Nacht des Ramadans hat Allah meine Gemeinde, die Muslime, mit seiner Barmherzigkeit betrachtet und empfangen und aufgenommen. Und wen Allah mit seiner Barmherzigkeit aufnimmt, den bestraft Allah nicht mehr. Deswegen hat er gesagt, der Anfang ist Barmherzigkeit, die Mitte ist die Vergebung und das Ende, Idkum minan nar, die Errettung vor dem Höllenfeuer. Wen Allah mit seiner Barmherzigkeit empfangen hat, dem vergibt Allah natürlich. Und wen Allah vergibt, den bestraft er nicht mehr. Das ist die erste Belohnung im Ramadan gewesen. Die zweite ist, لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من مسك العنبر. Das Mundgeruch, der Mundgeruch des Fastenden ist bei Allah lieber und schöner als der schönste Duft, den man sich vorstellen kann. Die dritte frohe Botschaft war, sagt unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Tag und Nacht, 30 Tage lang während des Ramadanes, haben die Engel, die Malaike, Tag und Nacht Allah darum gebeten, dass er den Muslimen, den Fastenden vergibt. Viertens, Allah gibt dem Paradies gegen Ende des Ramadanes folgenden Befehl und sagt, O Paradies, bereite dich auf meine Diener vor, die im Ramadan gefastet, gebetet haben, und schmücke dich für meine Diener, denn die Zeit, wo sie zu dir kommen werden, ist nah. Möge Allah es uns allen ermöglichen, allen Fastenden möge Allah ermöglichen, durch das Tor Rayyan in das Paradies einzuwandern, inshallah. Denn dieses Tor ist nur für die Sa'imun und für die Sa'imat, für alle fastenden Männer und für alle fastenden Frauen geöffnet worden. Und fünftens, jetzt passt auf diese frohe Botschaft auf, sagt unser Prophet, wenn die letzte Nacht des Ramadans erreicht wurde, so vergibt Allah all seinen Dienern, die seine Befehle im Ramadan ausgeführt haben. Also gefastet haben, also Tarawih-Gebete verrichtet haben, Allahs Befehlen gehorcht haben. Und die Sahabe fragen, ja Rasulallah, ist denn dann diese Nacht die Laylatul Qadr? Wenn Allah in dieser Nacht all diesen Muslimen, die gefastet haben, vergibt, ist denn dann diese Nacht die Laylatul Qadr? Die letzte Nacht? Und unser Prophet, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn ein Mitarbeiter, wenn ein Arbeiter einen Monat lang gearbeitet hat und am Ende des Monats zu seinem Arbeitgeber kommt und seinen Lohn haben möchte, bekommt er dann seinen Lohn von einem ehrlichen, guten Arbeitgeber? Wallahi, ja Rasulullah, er bekommt seinen Lohn. Wallahi, so bekommt ihr auch euren Lohn von Allah. Deswegen stehen wir heute hier, verehrte Muslime, nervös und wirklich glücklich wie Kinder, um unseren Lohn von Allah in diesem wirklich so segensreichen, schönen Tag zu bekommen. Es ist, wie gesagt, der Tag der Brüderlichkeit, den wir an diesem Tag zelebrieren. Heute binden wir Dortmund nach Quds und Bochum nach Istanbul und Hamm nach Pakistan, die ganze Welt. Wir solidarisieren mit all unseren Brüdern und unseren Schwestern. Und denn alle sagen das Gleiche. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Deswegen ist es ganz wichtig, verehrte Muslime, dass wir den Wörtern und den Befehlen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgenden Wörtern besonderen Acht geben. Wo er folgendes gesagt hat. La taqata'u. Flieht nicht voneinander. Trennt euch nicht. Trennt eure Beziehungen nicht. Er verbietet es. Wala tadabaru. Wendet euch nicht voneinander ab. Zeigt euch nicht desinteressiert gegenüber anderen Muslimen. Nicht nur hier, sondern egal welcher Muslim wo. Es ist euer Bruder und eure Schwester. Also zeigt eure Bindung und eure Brüderschaft. Wala tadabaru. Wala tabaghadu. Hasst euch nicht. Fühlt keinen Groll in eurem Herzen gegenüber den Muslimen. Wala tahasadu. Beneidet euch nicht.
wenn Allah einem mehr gegeben hat an Wissen, an Hab und Gut oder was anderes, dann ist es Allahs Gunst und Gnade. Freut euch mit eurem Bruder oder eurer Schwester. Und wenn ihr was haben wollt, wie er oder sie, dann sagt nur, Ja Rabbi, gib mir auch, damit ich auch auf deinem Weg geben kann. ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. O Diener Allahs, seid Geschwister auf Allahs Weg. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Einem Muslim ist es nicht gestattet, ob Mann oder Frau, egal, seinem Bruder oder seiner Schwester mehr oder länger als 3 Tage sich den Rücken zu kehren, nicht mit ihm zu sprechen. Vielleicht aus einer subjektiven Bewertung heraus denken wir, dass ein Bruder oder eine Schwester einen Fehler gemacht hat, wir im Recht sind. Wie gesagt, wegen unserer subjektiven Betrachtung denken wir das. Aber ist es nicht heute der Tag, an dem man solche Sachen vergessen muss und ignorieren muss und verzeihen muss, auch wenn wir im Recht sind? Auch wenn wir im Recht sind, dass wir verzeihen müssen, würden wir uns nicht freuen, dass uns Allah verzeiht? Wie wäre es denn, wenn wir einem Bruder oder einer Schwester nicht verzeihen würden, auch wenn wir im Recht sind? Wie wäre es denn, wenn uns Allah nach all unseren Sünden nicht verzeihen würde? Deswegen seid Brüder und Schwestern auf Allahs Weg, sagt unser Prophet, verehrte Muslime. Das sind die Befehle des Propheten. Ich lese es nur vor. Ich trage es nur vor. Wie ist es denn, wenn wir heute hier stehen, unseren Lohn von Allah erwartend, inshallah, aber auf der anderen Seite einen Befehl seines Propheten missachten? Das wäre paradox. Das wäre nicht glaubwürdig. Deswegen, verehrte Muslime, es ist die Gelegenheit, wenn es solche Situationen, die gibt es immer wieder, gibt, dass man diesen Tag dafür nutzt, inshallah, die Brüderlichkeit und diese Gemeinschaft zu präsentieren für Allah mit Ikhlas und zu zelebrieren, inshallah.